it back to life, back to reality. Kannst du mir sagen, wie so etwas geht? Man hört Musik in fremden Sprachen, aber trotzdem versteht man durch den Klang einer Stimme, was im Innern vorgeht bei der Person, die gerade ihre Geschichte erzählt. Wie kann das gehen? Ich denke gerade an dich und kurz danach rufst du mich an und fragst, ob irgendwas ist. Andersrum gibt es auch Leute, mit denen verstehe ich mich nicht. Auch das ist Teil eines Verständnisses, was es dann zwischen uns gibt. Ich wünsch dir alles Gute, aber lass mich jetzt in Ruhe, keine Lust zu diskutieren. Konzentriert auf was ich tue, bin ich ständig auf der Suche nach Verwandten im Geist, die Verständnis dafür haben, wenn ich dann übertreib und mich daneben benehm. Hol mich zurück auf den Boden, weil sie die Themen verstehen, die in meinem Innersten brodeln, den ganzen Nebel durchspielen. Alleine ist gar nicht möglich, über und töricht und endet mein tödlich. Verständnis ist nötig, um sich selber zu peilen. Es wird was andere und man selber so meint. Vereint zu einem einzelnen Teil, im Innersten hell und rein, ungetrennt, verbunden in Ewigkeit. Yin und Yang fügen sich wieder zusammen, gleich so, als wenn sie nie in zwei Teile zerfallen, Wunden verheilen und man vergibt seinem Feind. Wenn sein Gesicht wieder im Spiegel erscheint, wird es nicht weinen, sondern lacht mit der Zeit. Krank, schwach und alt wird zu vollkommen reif. Anlass zu Hass, unbeholfen und steif, wird zum Tanz Blättern gleich, die vom Baum herabfallen. Und man weiß, jedes Ziel ist erreicht. Ich habe jahrelang nur meditiert und auf meine Chance gewartet. Sehr oft hat es mich frustriert, weil ich dachte, meine kleine Welt zerbricht bei all der Scheiß. Wie man wahrnimmt, keine Ruhe, für die Seele immer Trubel. Alle kämpfen um die Krone, keiner siegt, ihr seht es ein. Es wird Zeit, dass ihr begreift, unser Feind ist nicht der Mensch, sondern was aus ihm mal wird, wenn wir nicht zusammenhalten und so weit davon entfernen. Was uns zu einem Menschen macht, werden wir uns selbst auslöschen. Abgespeichert in den Köpfen von uns allen sind Fragmente Teile eines großen Puzzles. Man kann sie zusammensetzen, man muss lernen, sich zu öffnen, doch das fällt hier vielen schwer. Was? Ich hab auch nie behauptet, dass so etwas einfach wär. Komm zum Tempel und knie nieder, hör den Wind zu, wie er leise durch die Blätter auf dem Hof weht, schließe dabei deine Augen. Alle deine Sorgen werden einfach von ihm fortgetragen. Sonnenstrahlen brechen Tore auf in deinem tiefsten Innern. Ich und Mythos geben niemals auf, das ist Tempelmusik. So ist es bei uns beiden der Brauch, jeder Move geübt, bis er perfekt ist, ausgereift und angewandt wird, weil es leider heutzutage unvermeidbar ist, da es so viele Neider gibt, die meinen, diesen Tempel stürmen wäre eine leichte Sache. Doch sobald sie ihn betreten, kommen sie ins Reich der Schatten. Wir verfassen Schritte mit Schattentinte auf schwarzen Seiten. Jahrtausendalte Flüche senden wir an alle Feinde. Licht und Schatten, zwei in einem ausgeglichen. Beide Teile sich ergänzen, keine Zeile, die ich schreibe, trifft ins Leere. Wie Bausteine, Meisterwerk der besten Sorte halten Stand. Wenn wieder einmal Panik ausbricht, können wir gelassen handeln. Kräfte sammeln, Skills verbessern, Ziel ausmachen, Pläne schmieden. Nacht abwarten, Schattenkrieger auf den Dächern stationieren. Lautlos dann das Zeichen geben, loszuschlagen, Rache üben. An all denen, die nur lachen, als wir eins zu ihnen sagen. Meine Wahrheiten und Ordensregeln sollen nach meinem Tode eure Lehre sein. Brennende Tempelelemente verändern Trennwände des Denkens zu besserer Weltsicht am Ende. Facetten des Erkennens sprengen alle ätzenden Grenzen, spenden Segen den Menschen, zertrampeln die Blender, zerquetschen jeden Gegner im Äther.